Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir sind auf der Suche nach diesem wundervollen Tresor. Und machen uns auf den Weg dahin. Leider ist dieses Gebäude gerade ziemlich am Auseinanderfallen und ich habe die Befürchtung, dass wir dabei draufgehen werden. Aber Garrett sieht das Ganze... Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Wahrscheinlich muss ich hier längs. Kann ich da lang oder hier? Okay, sieht aus, als wäre hier alles niedergebrannt. Demnach muss ich wohl hier längs. Immer der Luft folgen. Oh nein! Ich muss sogar dahin. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ist mir egal. Natürlich ist das eine schlechte Idee. Ich bitte dich. So. Ich brauche größere Dietriche. Sehr gut ausgedrückt. Sehr schön. Setze den Schließmechanismus zurück. Aber wie denn? Wartet, lasst mich überlegen. Irgendwie muss das zu schaffen sein. Warte. Nein, 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 nein. Aua. Aua. Aua, scheiße. Oh mein Gott. Aber da blinkt was. Ich will das haben. Gib mir das. Nicht wieder ins Feuer rennen, Garrett. Hilfe. Oh Gott. Minimum Verbrennung zweiten Grades, wenn nicht sogar dritten Grades. Es tut mir leid. Autsch. Komme ich irgendwie auf das Ding drauf? Oder so? Wahrscheinlich nicht. Warum schleiche ich überhaupt? Man, hier ist doch gar keiner. Da 5 Meter. 5 Meter in diese Richtung. Da ist was? Nein, das war nur das Licht. Okay, der Pfeil zeigt definitiv in den Tresor rein. Das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe, wie ich da reinkomme. Ich habe das Gefühl, das Feuer breitet sich aus. Ist gerade nicht gut. Ich hier rein oder hier rauf oder irgendwas tun? Okay, kleinen Moment, bevor ich jetzt hier weiterhin. Setze den Schließmechanismus zurück. Ja, unentdeckt ist schon gescheitert. Taschendiebstähle, 10 Kills oder K.O.-Schläge. Ach, Mist. Wie zum Henker soll ich das denn machen? Irgendwie auf dieses Teil drauf. Aber wie? Hier? Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Ach, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in irgendein Feuer renne. Komm schon. Mann. Ich verstehe es nicht so ganz. Vielleicht doch auf dieses Teil hier drauf. Nein, auch nicht. Ich muss doch irgendwie da drauf können. Aber... Okay, kleinen Moment. Ich versuch's einfach mal. Eastwick muss ich den Code irgendwo notiert haben. Was denn für ein Code, verdammt?
301198. Die Seiten. Schloss zurückzusetzen, muss ich rechtzeitig beide Knöpfe drücken. Eastwick muss sich den Code irgendwo notiert haben. Hm. Okay, was war das? 30 11 98 3 0 1 1 9 8. Kommt das hin? 3 3 3 0 1 1 9 8. In Ordnung. Komme ich hier? Warum komme ich an den anderen nicht ran? Warum? Fehler im Spiel oder so? Ich kenne doch die Kombination, ich muss nur das hier ändern. Ugh. 30, 1. Das stimmt doch. Oder nicht? Oder was muss ich denn machen? Da muss ich jetzt nochmal ein Knöpfchen drücken oder so, keine Ahnung. Ich kenne doch die fucking Kombination. Ja, aber ich muss doch daran. Was soll denn das? Moment. In Ordnung, ich probiere es einfach mal anders. Ich probiere es einmal mit den ersten Zahlen. 3, 1 und 9. Wie wär's damit? Oh. Gut, probieren wir es hier. Ey. Au. Wusstest du es nicht, Garrett? Gier ist Sünde. Und man wird bestraft für seine Sünden. Aber ich kenne die Gier, mein Freund. Wo sie herkommt. Es war so einfach. Ich musste dich nur in das Gebäude locken. Siehst du? Ich kenne dich besser als du dich selbst. Du am Galgen, Meister. Wachen! Ergreif diese Ratte! Okay, mir gefiel es gerade nicht, dass das so geruckelt hat. So mies. Vielleicht hatte Besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Tricksers sind. Der verdammte Dieb kann nirgends mehr hin. Und er ist verletzt. Hätte nicht herkommen sollen. Bleib einfach wach. Bleib wach. Scheiße, Mann. Ich wette, das hat ziemlich wehgetan. Das mit dem kann nirgendwo hin, will ich jetzt nicht unbedingt beteuern.
Oh. Wer macht hier solchen Radau? Niemand. Ganz ruhig. Wir sind Wachmänner. Stehen bleiben. Keine Fuck. Bewegung. Fuck. Du bist kein Gegner für mich. Natürlich bin ich doch nicht. Ja, Moment, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht funktionieren kann, so. Was ist denn so dämliche Tresor überhaupt, Mann? Ich hab ihn gar nicht. Wie blöd, das ist hier dieses große Teil, oder nicht? Wie soll ich denn da jetzt eine Kombination machen? Aua! Andere Seite vielleicht? Sorry, brennt er. Aua! Ach, ich bin doch eh schon... Ach Mann, hier wird doch alles scheiße. Hi! Du willst... Okay, ich muss kurz gucken. Da komme ich an. Hier, so komme ich an die Kombination ran. Und... Deshalb will ich das Ganze jetzt nochmal versuchen. Tut mir leid, aber ich musste erstmal herausfinden, wo ich überhaupt hin muss. Und das ist verdammt schwierig, wenn hier so viele Wachen rumlaufen. Verdammte Scheiße. Vielleicht hatte Besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Tricksers sind. Oh. Okay, gehen wir das Ganze mal ein bisschen professioneller an. Schließlich bin ich ja nicht irgendein Dieb. Scheiße. Oh Gott. Das wird eine lange Nacht. Ja, das glaube ich auch. Besonders für mich. In Ordnung. Wenn ich da hochgehe, hat das wahrscheinlich wenig Sinn. Ich habe nicht die Zeit, ewig zu warten. Was? Ja, ich auch nicht. Okay, die rennen immer hier hin und her. Und die hier vorne rennen immer hier hin und her. Rechnen mit allem. Ich gehe aber mal davon aus, dass die auch da oben rumrennen. Weshalb? Verdammt nochmal, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Okay, wenn die wieder hier runterkommen. Ja. Kann ich ja jo. Ich hasse diese Warte. 28 Meter? Das schaffe ich. Ich muss runter. Scheiße. Okay, ich muss wieder runter. Oh, hier ist so hell. Komm, gib mir das. Ich kann es gerade echt gebrauchen. Wow! Nein, ich bin doch fast da! Ich bin doch fast da! Du kannst mich doch jetzt nicht... Nein! Ich will dich nicht! Ich will nicht... Ich werde sterben. Stirb! Das ist doch saugut, den mit irgendwelchen stumpfen Pfeilen hier zu bombardieren. Würdest du bitte... Kleinen Moment. Ja, ich bin gerade der Sterbe. Scheiße. Okay, dann geht er aber sowieso zum nächsten Punkt. Oh mein Gott, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich will das aber jetzt noch abschließen, Mann. Und möglichst ohne zu sterben. In Ordnung. Vielleicht hatte Besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Tricksers sind. Des Tricksers? Ich muss wachsam bleiben. Ja, das musst du. Wohl oder übel. Okay, die kommen nicht hierher. Wie läufst du, mein Freund? Da oben lang. Okay. Ich muss irgendwie... Okay, du rennst da irgendwie rum wie so ein aufgescheuchtes Karnickel. Es könnte noch jemand hier sein. Könnte. Könnte. Sonnte. Könnte. Sollte, würde, hätte. Gib mir das. Ein schönes Stück. Hauptsache, ich renne hier halbtot rum. Halbtot ist übertrieben. Bleib wachsam. Oh. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Geh weiter. Er ist Danke. Wahrscheinlich noch da. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich sogar. Ich speichere mal kurz schnell ab. Geh da rum. Nein, nicht hier. Geh da zurück, zurück, zurück. Ich zurück. Muss wachsam bleiben. Bleib du mal wachsam. Okay, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern gerade. Heil dich.
21 Meter. Nochmal, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ganz und gar nicht. Hier kommt einer hoch, richtig? Nein, der da aber. Verdammt nochmal! Das gefällt mir nicht. Puh. Das war knapp. Der hätte uns beinahe gesehen. Oh, ich muss hier lang, aber es ist so hell. Da sehen die uns doch tausendprozentig. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich muss das ein bisschen abpassen. Jetzt. Komm schon. Ich hab's geschafft. Oh Gott, ich hab's geschafft. Etwas stimmt hier nicht. Okay, lass mich kurz überlegen. Jetzt muss ich überlegen, wie die Kombination nochmal war. Die ersten drei Zahlen habe ich da eingegeben. Die hinteren drei Zahlen müssten dann also hier hin. Also 0, 1, 8. In Ordnung. Komm schon. 0. 1. Und... 8. Yes! This treasure is mine, baby. Was zum... das? Das Ursteinfragment! Natürlich! Urkraft-Fragment-Ding! Oh, natürlich! That's it! Was? Eine Blüte? Und muss ich mich... Ich kann mich bewegen? Das ist... Ich muss den Blumen folgen. Oh Gott, ist das creepy. Wenn ihr Blagen nicht macht, was ich sage, bekommt ihr die Peitsche zu spüren. Komm her, Junge! Diese Mohnblumen schon wieder. Hier herrscht Leid, Schreie, nur Krankheit und Tod. Ich halte das nicht mehr aus. Es schmerzt, Garrett. Oh Gott, Aaron. Doch unter all dem Lärm erklingt das Flüstern. Komm mit, Garrett, und ich zeige dir ein Geheimnis. Verdammt. Man wird stark, wenn man alleine aufwächst. Es gibt keinen, der dir hilft. Und niemanden, der dich stoppt. Richtig. Hast du mich deshalb gehen lassen, Garrett? Weil du außer mir keine Familie hattest? Wahrscheinlich. Wir waren nie auf Augenhöhe. Große Brüder sind immer klüger. Ich wollte helfen. Doch du hast nicht zugehört. Weißt du, dasselbe habe ich auch über dich gedacht. Ich werde sie aufhalten. Ich möchte schlafen wie du. Northcrest, er ist hier. Der Baron? Du willst wissen, was passiert ist, wo du warst? Komm zu der Heilanstalt. Moira birgt Wahrheiten, die viele gern vergessen. Die Heilanstalt? Willst du mich retten? Dann brauchst du den Schlüssel. Dreh dich um. Stehl ihn einfach. Du hast doch noch nie gezögert. Gott. Das lief zwar nicht ganz nach Plan, aber wenigstens lebe ich noch. Ich muss zurück zum Glockenturm und den Kopf frei bekommen.
dasselbe hatten wir am Anfang schon mal, den Kopf frei bekommen. Da ist das Ausnutzen der Umgebung anderer Mittel vorgezogen. Mal wieder. Genau eine Stunde. Perfekt. 8 Taschendiebstähle, ja. Ich hatte jetzt nicht wirklich die Zeit für Taschendiebstähle. Wirklich. Ganz wirklich. Vögel in Käfigen und Hunde reagieren auf Geräusche und Bewegungen. Also sehr vorsichtig, wenn du an ihnen vorbei musst. Habe ich durchaus schon gemerkt. Danke. Du hast da nur einen Fokuspunkt. Treff besser im Sirenennest im Südviertel. In Ordnung. Dann werde ich zumindest kurz noch... Windungen des Todes. Städtische Denkmaltafeln? Ja, sind schon einige. Kommen wahrscheinlich nicht mehr so viele dazu jetzt, ne? Ach, dieses komische Hasending habe ich jetzt auch noch. In Ordnung. Okay. Jetzt bin ich über den Stone Market, richtig? Ich muss zum Südviertel. Wow, das ist mein Bild. Halte den Bogen nicht zu lange gespannt, früher oder später werden deine Arme müde. Darunter leidet deine Präzision. Ja, das ist, kann ich mir vorstellen. Nieder mit den Hunden des Barons! Die Revolution hat begonnen! Wow. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen! Dann macht's mal gut, Schwarzkittel! Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Ernsthaft? Mich? Aber warum mich? Ich bin kein Schwarzkittel. Ich bin... Das ruckelt. In Ordnung. Dann muss ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Wir werden besser im nächsten Part auf jeden Fall treffen. Und... Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Jetzt so... Oh Gott. Ach, die arme Hand. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Das scheint ja hier... Die Situation scheint sich ziemlich zuzuspitzen mittlerweile. Und ja, ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr möchtet. Und vor allem könnt ihr auch bewerten. Lasst mir ein Däumchen rauf da, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Unten unter dem Video findet ihr den Abo-Button. Und bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich in die Videobeschreibung gucken. Da sind wichtige Links drin. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.